Moin, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen bei einem Job, bei dem wir wahrscheinlich richtig hart aufs Maul bekommen. Aufs Maul, so Junge! Aufs Maul! Willkommen zurück bei Payday, Watch Dogs, also Wachhunde auf Todeslust. Oh, wir werden so abkratzen. Ich dreh durch. Mit dabei sind der... Ambru. Und der... Ich. Der ich. Der Screen. Ja, es ist Payday 2, die tightest Crew ever ist wieder am Start, ohne Connor allerdings, dafür jetzt mit einem random Typen und wir versuchen uns an Wachhunde auf dem Schwierigkeitsgrad todeslos ganz neu zu bekommen, ganz neu unmachbar, naja, so ganz unmachbar würde ich jetzt nicht sagen, ich meine, unmachbar, vor allem nicht, wenn man so einen aufgepimpten Char hat wie mein. Man kann mal kurz hier in die... Ich guck mal kurz bei mir hier in die Bäume rein für meine Zuschauer. Ja. Nein, das ist nicht auf normalem Wege zu erreichen, was ihr hier seht. Aber ich meine, hey, man spielt in dem Spiel Kriminelle. Das Spiel hat einen quasi dazu aufgefordert, gewisse Skriptdateien in den Spielerordner einzufügen und dann Tastenkombinationen zu drücken. Ihr kennt das Prozedere mit Sicherheit. Können wir loslegen? Ja. Nee, halt, ich muss noch wissen, was ich jetzt für eine Waffe nehme, Leute. Ich habe eine K4 dabei. Wir können gleich noch die Waffen auswählen. Ach ja, stimmt. Ich glaube, ich werde aber bei der G8 bleiben. G8? G8. G8. Dann okay. Machst du aber den brutalen Part. Ja, natürlich, weil ich den brutalen Part. Ich habe mir die K4 mitgenommen, weil die Scar hat zu wenig Muni hat. Ja, aber du kannst doch ein LMG nehmen. Ja, die ist aber, das ist ja nicht so präzise. Nämlich als Sidearm. Als Sidearm will ich irgendwas, was viel Moon hat. Ich habe die Desert Eagle dabei. Die hat mir leider zu wenig Moon. Es gibt nichts, was wirklich viel Moon hat. Nee, dann würde ich die Bronco mitnehmen, weil die hat mehr Schaden als die Desert Eagle. Ja, gut. So, Hauptwaffe, ich nehme die... Und dann nehme ich die Brenner. Nee, ich nehme die G36, weil die schön präzise ist und die meisten... Vielleicht sollte einer von euch noch ein Munibag mitnehmen. Ja, ja, ich nehme zwei Munibags mit. Nehme das dicke Trautmann-Knife statt des Krieger-Knives. Ambo, hast du... Screeny hat auch mehr Muni im Munipack, ne? Greeny hat es auch, ja. Ja, Screeny, hast du mehr Muni im Munipack? Ja, aber ich habe auch mehr Medizin in meinem Medizin-Bag. Der hat einen Sentry Gun. Ich weiß nicht, ob's. Glaubt ihr, das reicht, was wir haben, oder soll ich statt Störsender noch was mitnehmen? Ist eine gute Frage. Weil Störsender sind ein Arschretter, oft. Ja, hat man auch oft gesehen bei Todeswunsch, dass sie voll funktioniert haben. Ach, ja, komm, das dann, waren so viele. Jetzt haben wir von alles ein bisschen, ist doch auch okay, mach mal los. Wahrscheinlich stehen jetzt drei Bulldozer vorm Auto. Und so, moin. Alter, das würde ich dem Cave jetzt sogar zutrauen, dass hier jetzt direkt vor der Tür ein Bulldozer steht. Oh nein, Moment mal, wir spielen auf Todeslust. Das heißt, wir haben Disadvantages drin. Was haben wir drin? Stimmt, was ist hier überhaupt ein Disadvantage? Das heißt, wahrscheinlich kommt direkt der... wahrscheinlich ist der Fahrer gar nicht da oder so. Wir müssen einfach länger warten und so. Ich verstehe nicht ganz mehr. Hä, was für Disadvantage ist? Was hatten wir denn bei den Bankraub für Disadvantage? Da waren die Bankkameras. Bei Ratten sind ja die Autos nicht da. Ist das Auto ja nicht da? Ach, ist das nicht immer so dann? Ich dachte, das wäre dann normal auf dem Schwierigkeitsgrad. Alter, ja, Screeny, da läuft bei dir. Screeny, was hast du hier gemacht? Nee, ja, die wurde nur angeschossen. Dein Leben ist weg. Der hat den Fokus der Bullen abgekriegt. Ja, dann war danke fürs Tanken, ne? Alter, zwei Schüsse in der Rüstung. Diese Kack-Bronco-Bullen. Die sind OP, ne? Ja. Ich meine, gut, ich habe ja auch noch Bronco, die ist auch OP. Ich meine, okay, ich kann mich immer noch hier heilen. Die schicken direkt Scharfschützen rein. So, ich habe mich jetzt erstmal hier beim Laster geheilt. Scharfschützen lasern dich schön vorher an. Ja, die machen, die verfehlen den ersten Schuss ja automatisch. Ist da überhaupt eine Tür? Nein. Super. Die Tür hier ist aber zu, das heißt, wir haben höchstwahrscheinlich ein ziemliches Problem. Gib mir Deckung. Ich mach mal den Bohrer hier dran. Oh, Glocker! Die definitiv zu viel, Ambro, wenn du gerade mal die Zeit hast. Ja, ich mach den Bohrer-Upgrade. Genau. So. Ich brauch nur Feuerschutz. Oh nein, ich hab meine Bombentaste nicht mehr. Oh, scheiße. Was ist für nicht mehr?
Ich hab meine Granatenpaste verlegt. Fuck it. Was ist denn eine Granatenpaste? Das ist zum Granatenwerfen. Ja, du wirst doch noch wissen, auf welcher Taste du dir das gelegt hast. Joker! Übrigens, mal so als Anekdötchen. Wir haben seit gestern wieder angefangen, PD1 zu spielen, also mit und ich, weil wir die einzigen beiden hier sind, die PD1 haben. Naja, der Random Typ könnte es auch haben, das wissen wir. Ja, ich sag jetzt mal von den Typen, die hier in der Aufnahme sind. Oh. Boah, Bohrer hängt, aber wir haben ja die Chance, dass der Bohrer sich automatisch repariert. Ja. Und, oh, da ist ein Bulldozer. Wo? Da, okay. Ach, da hin? Alter, Mann! Oh, da ist ein LMG-Bulldozer. Und auf jeden Fall haben wir bei beim Spielen von der First World Bank hauptsächlich auf den Joker. Ja, ja, Headshot hat er bekommen. Hey, da ist noch einer. Oder? Alter, die können sprinten, die Cloaker. Ja klar, natürlich. Wie unnormal das aussieht. Scheiße am Boden. Okay. Auf jeden Fall haben wir dabei halt noch einige, naja, Flüchtlinge getroffen. Oh, da ist noch Cloaker. Ausgeschaltet. Ja, die halt zu Payday 1 zurückgegangen sind, weil sie so, sagen wir mal, nicht sich sehr enttäuscht gefühlt haben vom letzten Update, also dem Deathwish Update. Ja, weil man kann ja jetzt gar nicht mehr stellen. Ja, eben. Und sie haben vor allem einer drei Dinger genannt. Einmal das mit dem Sterben, dann dass sie Ratten kaputt gemacht haben und genau, sie haben eine Mission kaputt gemacht, weil schaff sie, das, sie den absoluten Missbrauch dieser Mission unterbunden haben. Hab ihn, hab ihn, Joker. Ich liege. Ja, Joker. Der hat da hinten geparkt. Ja, das waren die meistgenannten Grund war aber Stealth. Ja, ihr seht. Ja, aber man kann zum Beispiel im Bankraub, kann man stealthen. Das ist, sobald du den Kontrollraum hast, ist alles wie gehabt. Yeah. Okay, Ambro, du nimmst Treten ihn mit. Und vor allem, als ich das ungefähr so aufgeführt habe, hat er so gefragt, okay, wenn Overkill also richtig gemacht hat, warum spielst du dann wieder Payday 1? Als wäre das ein Anzeichen dafür, dass man mit Payday 2 unzufrieden ist, wenn man wieder Payday 1 spielt. Okay, pack dir mal die Treten ihn bitte mit ein. Ich nehme mal eine andere Waffe mit. Warum? Weil... Eine Shotgun ist vielleicht im Nahkampf ganz praktisch. Ich überlege mal, ob ich eine Shotgun. Ich packe mir die Shotgun ein. Ihr seht, aua! Ich nehme keine Waffe mit, wo ich nur 33 Schuss Gesamtmunition habe. Oder 60. Nee. Ich nehme die G8. Ja, du kannst immerhin was reißen. Und. Alter, Screenfan, du nimmst keine M16 mit! Dann bleibe ich bei der Bronze. Du kriegst keine Munition von mir. Ja, aber hier Ambu mit der Brenner. Die hat wenigstens fette Magazine und die hat voll grad sagen, Schuss. Ich hab jede Menge Schuss. Wenn du das fette Magazin haben willst, dann nimm die KSP. Nein, die haut nicht so gut rein, ist nicht so präzise. Alter, bin ich M16, gut. Du hast halt so schnell kein... Nimm doch einfach auch die G8. Nimm die G8. Ich bin mir nicht sicher, ob alle mit LMGs rumlaufen sollten. Warum nicht? Auf Distanz habe ich ja die Pistole. Okay, ihr die Shotguns. Und du hast ja auch kein LMG. Ja. Der andere Typ auch nicht, also wenn wir zwei LMG-Typen. Gott. Aber wenn man LMG nimmt, dann sollte man die G8 nehmen, weil... ja, es ist einfach die beste. Die Distanz. Braucht man. Gesundheit. Gesundheit. Na, die macht auch den meisten Schaden, ist am besten. Und hat die meiste Präzision und die meiste Reichweite. Oh ja. Also, das bis gerade war es ja noch machbar, bis die Bullies kamen, Aber sorry, guck, das sind so Sachen, das verstehe ich nicht. Da bräuchtest du eigentlich 6 Spieler oder so. Genau, 6. Payday 3, jetzt mit 6 Spieler-Core. Oder. Hier. Dings da so viele Spieler wie wir hier sind, 4. Und alle sind halt so furchtbar buff. Du
Du hast ja auch schnell genug gelegen. Au. Seit wann ist das normale SWAT-Einheiten? Und wir haben schon zwei Leute am Boden fast. Ja. Alter, was geht denn bei euch für ein Film? Keine Ahnung. Ach stimmt, ich dachte, ich werde weniger ge... Return fire. I'm getting you a driver. You need to keep them off the coke. Ja! Läuft! Screen bitte hochbrüllen. You get back up and fight! Erstaunlich schlecht angefangen. Ambro Bohrer. Du kannst dich ja immer noch da in dem Laster heilen. Da ist ja ein... Leute, warum machen wir nicht einfach Säcke werfen? Alter! Ja, also ich hab eben auch schon eine Säcke geworfen. Stimmt, ich setz den Bohrer. Ja, ziehen die, Alter. Ich brauch Hilfe. Ich werde unter Beschuss genommen. Go, Gas! Viel zu viel. Was hat mir den Schaden gemacht? Cloaker! Läuft hinter ihm, Lester! Ja, ich hab den Cloaker abgeknallt. Ich hab ihn erwischt. Der ist zum Glück an mir vorbei. Leute, ich hab nur noch 10 Sekunden. Ja, Alter, was? 3, 2, 1, gone. Ja, tut mir das schwer leid, aber... Was ist Tarn jetzt explodiert? Ja, also irgendwie... Nee, ich würde sagen, dieser Schwierigkeitsgrad ist ein bisschen unbalanced. Vor allem wegen dem Coronco. Und der G36 ist ja nichts. Oh doch, ziemlich einfach G36. No chance, Alter. Zu wenig Deckung, zu viel Säcke. Das heißt, wir müssen uns darauf beschränken, das nächste Mal echt nur dieses Dings mitzunehmen. Nur das Nötigste. Ja, die Frage ist nur, was ist das Nötigste? Wie viele Säcke braucht denn der immer? Vier? Vier oder so, ne? How much bags? Ich meine vier. Do we need? At least. Ich nehme mal eine slightly different weapon. Also, ich finde, das ist ein bisschen krass. Die haben halt so schnell die Assault da, bis du die Säcke weg hast. Stimmt, ja, sind ja immer vier. Stimmt ja. And try to survive. Also, wir nehmen einfach vier und versuchen zu überleben. Mal scheiß mal auf die anderen Säcke dann. Aber wenn wir Glück haben, erreichen wir noch den Panzerfluchtwagen. Ja! Falls es den gibt, ne? Den habe ich. Ja gut, das heißt nicht. Die Panzerflucht müssen ja auch nur länger leben, auch dann kann er sterben. Ja, der verreckt ja trotzdem schon super schnell. Ich würde mal sagen, wir würden halt nahe des Parkplatzes sein. Ich will crouchen, ja. Ganz ehrlich, ich will crouchen. Wir brauchen vier Säcke, steht auch dran jetzt. Ja, steht nichts dran. Weil, sorry, aber das kriegen wir nicht hin, da sind wir zu unorganisiert für. Ich frage mich auch, wie organisierte Leute das machen wollen. Muss mir mal ein Gameplay zu angucken. Oder wir liefern der Welt einfach ein Gameplay. Ja, guck mal, das war doch jetzt easy. Ja, aber du willst nicht, dass wir nicht organisiert sind. Ja, es kommt immer darauf an, wie... Eben, es ist leider auch random, was einen da am Anfang erwartet. Und wenn halt gleich Bronco-Cops davor stehen, hat man halt eine Arschkarte. Ja, das waren Bronco-Cops, aber keine Schilde und nix. Aua, das war ein Treffer gerade, das war ein Bronco-Cop. Ja, ich find's auch krass, wie viele Einheiten mit der G36 wir haben alle, ne? Wir haben alle. Lass die den Rest liegen, wir haben genug. Bumm. Das war ein Headshot. Ich find's ein bisschen übertrieben, weil die Bronco-Cops haben viel zu viel Präzision mit einem 44er. Das sind casual ausgebildete Polizisten. Da kann man doch, glaube ich, echt nicht erwarten, dass sie mit einer 44er über dieses... Also Tanz in einer Welt, wo es so viele Polizisten gibt, da sind die auch definitiv nicht casual ausgebildet. Bohrer bitte, Ambro. Immer schnell Bohrer machen. Joker. Ja, das wird ein Job auch. Oh, komm! Ich hab ein halbes Magazin in den reingepumpt.
Ach, hinter dir übrigens. Alter, was macht ihr denn für ein Bullshit? Ja, ich wollte gerade. Ich hab ein halbes Magazin in Cloaker reingelegt und der war immer noch nicht tot. Hä? Alter, ich bin einfach instant getötet. Was hat dich denn jetzt nochmal getötet, Sweeney? Ja, der Cloaker. Ne, Moment. Na, das zweite Mal wurde ich getasert irgendwie und dann runtergeschossen. Der ploppt einfach aus der Box, oder was? Ich hab da jetzt gar keinen Gegner wirklich gesehen bei mir. Ambo. Mich hat der einfach durch die Box umgeschmissen. Der kam einfach durch die Box hinter mir. Abgesehen davon finde ich ziemlich ja Schwachsinn, dass so gepanzerte Menschen wie wir nach einem Tritt bewegungslos auf dem Boden liegen. Wir sind ja auch geschockt irgendwie, ne? Ja, nee. Du glaubst doch nicht, dass diese Panzerung irgendwie leitend ist. Alter, also das wackelt immer so, deswegen du bist geschockt, auch im ersten bist du immer, hast du immer einen Elektroschlag. Das ist aber Bullshit. Also ist schon ganz schön schwer. Ah, das ist ein Let's Fail. Ja, was mich gestört hat, weißt du, Ambo? Ich glaube nicht dran. Ich bin Screen am Aufhelfen. Ich höre den Cloaker und auf einmal tritt er mich hier von hinten hinter der Box um, weißt du? Ja, und auf einmal war er durch die Box. Ja, da haben sich viele drüber beschwert, dass die Cloaker einfach durch die Wand boxen können. Aber hallo, so schnell wie die rennen? Ich will Aegis haben. Ganz ehrlich, ich will hier mit meinem Asura-Wächter spielen. Ja, wir brauchen einen Wächter. Also das müssen wir runterpatchen, weil ich glaube echt, durch den Random-Faktor sind solche Missionen... Ich suche nachher mein Todesfluss-Gameplay hierfür. Ich will sehen, wie die Leute das überleben. Okay, wenn man vielleicht sich direkt verschanzt und nicht direkt abkratzt. Ambo, du rennst direkt bitte eine Kurve und machst den Bohrer dran. Eine Kurve? Kurve, meine ich. Dann flug nicht, ne. So. Oh ja, geil, Shield. Ja, Bronco Cops im Shield. Nein, bitte nicht down gehen, bitte nicht down gehen. Du bist die falsche Kurve gelaufen. Es gibt hier. Ah, Mann. Da standen mehr Cops, das war auf keinen Fall die falsche Kurve. Doch, ich bin nämlich da die Kurve gelaufen und hab den Schaden geschafft, so ziemlich. Ja, die haben wahrscheinlich auch alle Ambo im Fokus gehabt. Pures Glück! Das ist Zufall, ob die dich halt gerade ins Visier nehmen oder nicht. Ja. Alter, was war das denn jetzt? Ich hab's ja auch unbeschadet überlebt. Grundgütiger, ey. Immerhin der Bohrer, sitzt. Fest. Hoffentlich. Jo. Ich muss HP auffüllen, ganz, ganz dringend. Kommst du im Truck. Aber ich finde, es ist eine nette Herausforderung. Kurz gemutet. Ich finde, es ist eine schöne Herausforderung. Ansonsten muss man halt mal anderes Level probieren, aber... Was macht ihr denn? Heilen und auffüllen. Cloaker, ihr habt einen Cloaker am Arsch. Cloaker down. Ah, noch komm, Mann! Was ist los? Mach ich was noch? Alter, warum könnt ihr nicht einfach hochkommen? Ja, weil ich unter Beschuss war. Okay, ich lass dich da unten screenen. Ich war unter fucking Beschuss. Och Gott, das ist jetzt nicht wahr. Du stehst hier 20 Sekunden im Freien und alles geht in Wach. Und immerhin mal keine Blasdenker nach. Das ist so krank, wie die auch einfach durch jegliche Metallrohre einfach dich treffen. Ja, die treffen wirklich durch alles durch. Ja, Sweeney ist in Haft, ey. Das Amy ist schon ganz schön krass mit dem Damage. Vor allem, die haben eine dünnere Schutzweste als wir an. Und kriegen das hin, weißt du? Ja, aber jetzt stell dir mal vor, das will jemand ohne DLC spielen. Ohne NMGs auch noch. Ja. Also vielleicht sind NMGs in dieser Munition. Bulldozer! Die beste Wahl, aber mindestens auf einer der anderen. Jensek hinter euch. Oh Gott! Alter! Ich hab dich extra gewarnt. Du kannst... So, der stand hinter der Tür, als ich gerade rausgekommen
geguckt habe. Ja, und er dreht sich einfach direkt zu mir, weil er weiß, ja, natürlich, natürlich. Ey, was hat der eigentlich für die Seiger? Ja, die blauen haben wir Seiger. Noch ein LMG-Bulldozer. Ja, der hat mich auch eben getötet, der LMG-Bulldozer. Sorry, wie OP sind denn die LMG, Junge? Ich lag einfach instant am Boden. Wenn die dich einmal engagen, dann hast du da keine Chance. Du musst die töten, bevor die irgendwie an dich rankommen. Aber mach das mal bei diesen Horden. Bei diesen Massen. Vor allem, guck mal, aus wie vielen, von wie vielen Positionen aus du da unter Beschuss stehst. Ja, ich sag, die Mission ist ein bisschen seltsam. Also, ich glaube nicht dran, dass das hier irgendwie mal funktioniert. Ich glaube auch kaum, dass das wirklich möglich ist. Ich glaub's nicht. Ich verstehe nicht, es kommen zwei Bulldozer. Wie ist das denn gemacht? Guck mal mich an. Ich habe keine Superrüstung, ich bin instant am Boden. Weißt du, der Typ hat auf mich geschossen am Boden. Ich war nicht mal am Waffe auspacken auf dem Boden. Ich lag direkt tot am Boden. Ja, ja, bei mir das gleiche. Also, naja, Overkill, etwas. Also ich meine, nichts gegen eine Herausforderung, ja? Aber man sollte die etwas vielleicht etwas runterschrauben auf solchen Dingern, weil keine. Ja, es gibt einen Unterschied zwischen Herausforderung und Fuck You Player. Weil du hast keine. Und das hier ist einfach Fuck You Player, weil es ist nicht. Du hast nicht keine Deckung. Machbar ohne verdammt viel Glück. Und wenn Glück nötig ist zum Erfolg, dann ist irgendwas beim Gameplay-Design schief. Ja, das ist der schmale Grat zwischen Dark Souls und I Wanna Be The Guy. I Wanna Be The Guy ist auch ein Ziel. Weil du hast halt, du hast halt in dem Raum, du hast keine Ausweichmöglichkeit, keine richtige. Und du hast keine Deckung. Shit, ich wollte die Waffe eigentlich gewechselt haben. Allein schon diese Random ist am Anfang mit den Bullen. Das ist völlig in Allein Ordnung. Das ist schon eigentlich. Nee, das finde ich geil. Das finde ich total in Ordnung, die Aufteilung. Aber sie sollten ein Limit reinsetzen, dass nicht mehr als ein Bulldozer kommt auf den Schwierigkeitsgrad. Oder zwei, okay, für die richtige Härtegrad echt zwei. Aber drei sind dann halt echt schon ein bisschen arg viel, weil du hältst es ja nicht mal mit der besten Panz. Guck mal, Ambro hat alles, ihr müsst verstehen, Ambro hat alles freigeschaltet. Er müsste eigentlich der Überbarbo sein. Er hat übel viel Leben, übel viel Muni, übel viel Rüstung. Er hat ja den Techniker auch voll, das heißt, er hat verbesserte Rüstung. Es mäht ja sogar Ambro über den Haufen. Ja, und zwar instant. Das ist ein Gegnertyp, der im 1 gegen... Guck mal, die Gegner sind gnadenlos in der Überzahl. Aber sie sind auch im 1 gegen 1 einfach wesentlich stärker als der Spieler. Deswegen hey, der ist man gegen eine Armee von Leuten gewinnt, die ja Ambro. Im 1 gegen 1 schon viel Ambro. Zu stark sind. Das war gerade einfach nur schlecht. Der Cloaker ist hinter dir in der Ecke da gespawnt. Echt? Ist der hinter mir gespawnt? Nee. Ja, er ist hinter mir gespawnt. Bist du einfach da gespawnt? Ich hab's gespawnt. Achso, ich dachte, du meinst den, der jetzt hier. Nee, ich dachte, du bist da unten. Nee, bei mir war jetzt nämlich auch auf einmal einer. Ja, den hab ich gehört. Den hab ich noch. Ambro, bist du mal von ihm? Von ihm bitte mal hier. Ja, ja. Ich sorg dafür, dass hier nichts hochkommt, was nicht. Wahrscheinlich überleben die LMG-Bulldozer sowieso nicht mehr, ne? Ja, ja, die werden trotzdem überleben. Hallo, so eine. Der Typ ist jetzt wirklich hinter. Ah, nee, guck mal, der ist von hier oben runtergesprungen. Siehst du das hier über uns? Ja. Boah, Alter. Junge. Ey, Platz Map Design. Das war Alter. Jetzt ein Schild. Hat ein Schild. Hat ein Schild. Zu viele Einschießpunkte. Deaktiviert. Wenn jetzt auch noch eine Minute noch. Alter, das ist nichts. Wirklich, das ist nicht zu verhindern. Es kommen zu viele. Ich kann nicht auf den Taser und den Schild und so gleichzeitig. Vorsicht, Granate am Boden. Jetzt trifft mich durch eine Türengranate. Logic. Ja. Normal. Aber ihr seht, es ist machbar. Jetzt kam noch keine Bulldozer. Jetzt hast du es verstehen. Ach, das ist Ambro, lol. Also man muss immer ein bisschen Glück haben. Das stört. Also ich finde, der Sieg darf nicht vom Glück abhängen in einem Spiel gegen den Computer.
Weil das ist dann... Nee. Das ist dann ein Pack für Player. Also ich find's okay, ich find's okay, wenn das gemacht ist so. Weil es einfach random ist, aber es dürfen ja einfach nicht so viel... Es kommt es halt darf nicht spielentscheidend sein. Die Randomness darf nicht spielentscheidend sein. Es wäre sie auch nicht, wenn da nicht auf einmal drei Bulldozer ins Haus rennen würden. Okay, jeder schnappt sich einen Beutel kurz. Okay, oh, oh ja. Warte, wo müssen wir hin? Wir müssen nach da hin. Nein. Bulldozer, wir müssen den Bulldozer ausschalten. Wo ist ein Bulldozer? Spot mal. Andere Seite. Spotten. Da, okay, danke. Aua, 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 ich bin schon. Tiefgranate, tief. Tief durch tief. Wir müssen aufpassen, jetzt kommt der Bulli zu uns. Alter, es wird auch einfach von viel zu vielen Winkeln auf dich eingeschossen. Du kannst nicht gescheit mit Deckung arbeiten. Du kannst nichts unter Beschuss nehmen, ohne dass du von 20.000 Trillionen Milliarden anderen Stellungen. Wir müssen hier drin bleiben. Wir müssen warten, bis wir hier unter Beschuss genommen. Lol, Alter. One hit, mein Dreiviertel Leben weg. Ich bin tot. Was ist die Cops treten nicht halt, wenn du am Boden liegst. Ey, sie treten nicht, wenn. Schießen, wenn du am Boden liegst, ist eine Sache. Aber treten. Weiß doch jeder seit diesen U-Bahn-Attentaten, dass man das nicht macht. Ambro? Ja? Ich stand einfach gerade mit einem Dreiviertel Leben oder so noch da. Einfach zack weg. Das ist so abnormal. Wir This is sick shit, guys. Es ist aber machbar. Wir müssen einfach drin wirklich warten, bis die Assault vorbei ist. Wenn die sich dann nicht punkto auf Assault in die zurückziehen, ist es einfach nur unfair. Ja. Weil der Random-Faktor ist halt hier. Ich finde ihn ja okay. Einfach, dass es ist ja okay, dass der Random-Faktor auch mal was schwerer macht, aber er macht es einfach unmöglich teils. Weil, wisst ihr, wir hätten ja da wirklich da bis da vorne rennen müssen und dann hoch, wisst ihr? Ja, wie ich gesagt habe, es darf meinetwegen das Gameplay variieren dadurch, aber der Erfolg, das, weißt du, das Erfolgsgefühl darf dadurch nicht gänzlich unmöglich gemacht werden. Wir hätten da hochgemusst, wo die ungefähr spawnen. Das ist einfach, da hätten wir die halbe Assault-Pause schon da feuern müssen. Das Gefühl, ein Heißland durch können oder sogar einen geschickten Zug zu lösen, wird halt dadurch irgendwie kaputt gemacht. Also, weil es mehr vom Glück abhängt als vom eigentlichen Skill. Also, ich hätte jetzt mal so zwei Regeln zum Aufstellen, nämlich warten, bis die Assault vorbei ist und erstmal in aller Ruhe alles freiräumen. Man kann nicht mehr durchrennen, man muss wirklich freiräumen. Weil es ist schon heftig schwer. Alter Schöne. Bitte Bohrer setzen. Oh, die Granate war gut platziert. Gern geschehen. Ich setz Bohrer, ich bin... Alter! Ich hab einen Perk, dass ich weniger getroffen werde, wenn ich sprinte! Das ist irgendwie ein Fremdpost. Die haben mich im Laster auseinandergeschossen. Ey, das ist so ein bisschen abnormal schwerter als... Ein bisschen? Hä? Warum liegt der Typ denn jetzt? Oh, gar nichts. Ah doch, Bronco-Cop mal wieder. Ich wurde einfach so mal ganz schnell in meinem Lasten verschossen. Die Bronco-Cops gehen mir nur auf die Arme. Die schießen auf so eine Distanz. Präziser als mit dem fucking Sturmgewehr. Loker, au, eben. Au, au. Au, das ist so weh. Das ist Cloaker. Du weißt schon, dass deine Tür sind, die da jetzt durch angreifen können. Okay, Cloaker rennt hier hoch. Cloaker rennt hier hoch, bitte. Okay, okay, okay. Hallo, da ist eine Mine. Alter! Was machst du? Geh nicht raus! Ich wollte gerade sagen, du darfst nicht rausgehen. Ja. Bleib einfach in Deckung, bitte. Du weißt, dann wird der Kloke da die kaputt macht und vielleicht noch überlebt. Das wird er nicht. Und wenn die doch? Nein, die halten nicht so viel aus, Greeny. Das reicht für einen Bulldozer. Das sind keine Götter!
Was war das? He's just a man, not God. He's genau. A man, not a God. He's a man, not a God. He's a man, not a God. Die Sentry war eine gute Idee. Ja. Stell dir jetzt mal vor, Payday, der Rail Shooter. Das ist keine Mine mehr. Er hat keine Minikette mehr. Ah doch, das hab ich. Alter, die Mine ist ja nach wie vor da. Also das muss man sagen. Sentries haben definitiv gebufft hier. Sentries wurden auch gebufft, habe ich das Gefühl. Ja, vor allem, die haben einen unglaublichen Abwechslungsfaktor. Hier kommt nichts rein. Ja, er hat jetzt sich jetzt beim Shield leer geschossen. Super. Granate abgeschossen. Ja, der ist alle. Mal hoffen. Loker! Der Typ hat gerade... Okay, die Lokomotive ist unnütz geworden. Der Typ hat gerade in die Brust irgendwie 4 Schüsse einfach unbeschadet überstanden. Loker! Ah, passt auf die Flanken auf, seit wann sagt ihr das denn? Oh, Bulldozer! 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 Ja, lass mich nicht auf den schießen, bitte. Sonst wird's unangenehm. Oh, Alter, der hat mich nicht einmal angeschossen, Kinders. Saubere Arbeit. Dreht mir den Arm hoch. Ich hab's gesehen, der stand so vor dir und der hat sich einfach nicht getroffen. Ja, ich war gerade dabei, einer anzurühren, da kam der Typ da auf die Ecke. Er hat ihn zurückgeschickt. Abgeholt. Ich dachte eben gerade, da ist noch ein Joker. Ja, es ist nicht Joker, noch ein Joker. Schöne. So. Heieiei. Wie geht's jetzt? Man kann ja wirklich nicht normal hin und her. So, ich hab mich fast leer geschossen schon. Fuck, jetzt hab ich die Tasche rausgeworfen. Ah, Gott! Ja, warte, mach ich erstmal so. Das ist wurscht, das ist. Wir haben Hauptsache ans Koks gewesen. So, jetzt. Hauptsache wir überleben. Jetzt ganz schnell hier raus und das Auto erreichen. Wenn der Vorstoß zu Ende ist, vorher nicht. Der wird sowieso kommen. Es sind Leute da. Rückt vor, bitte. Aua, 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 das war ein Dummide, das war richtig Dummide. Juhu! Rückt bitte vor, es sind gerade echt 30. Wenig. 30. Bitte vorrücken, es sind wenig Leute da. Ja. Aua, ich brauch Hilfe. Ach Gott, die Dinger kann man ja nicht zunageln. Alter, wo kommt der Kloker? Der ist schon neben dir. Der kann doch nicht einfach aus der Luft auftauchen. Doch, hey, die können das. Gerade. Weil, okay. Tarnung. Los, in Deckung bleiben, in Deckung bleiben. Komm. Ja. Ich schmeiß mal. Mir geht's gerade recht gut. Ich muss kurz durchladen. Komm her. Rein in den Bereich. Move it. Ja! Komm, der Typ ist kommen. Booyah! Aber das war nur ein Tag. High five, aber das Leute. War jetzt ein Part. Und jetzt stoppe ich erstmal die Aufnahme. High five, Leute. High five. Werden die 4 Gangster die Dogs überleben? Wird das Koks je seinen Lieferanten erreichen? Und wo ist die Fisch-KI? In der nächsten Episode von Payday 2 Todeswunsch. Da.